Ich werde euch im heutigen Video zeigen, wie man den 5x5 Zauberwürfel lösen kann. Teil 2 tatsächlich. Wir haben ja im letzten Video die ganzen Zentren gemacht, also hier und sowas. Hier, das bedeutet, dass hier der 3x3 Würfel im 5x5 praktisch gelöst ist. Für den nächsten Schritt habe ich etwas vorbereitet, damit wir auch mehr im heutigen Video machen können. Ja klar, ich mache mehrere Beispiele, ist ja klar. Und ich würde mal sagen, wir fangen an. Was wir im letzten Video nicht geschafft haben, ist die Zauberwürfelsprache, weil wir die da auch noch nicht brauchten. Doch jetzt zeige ich sie euch. Ihr müsst wissen, R rechts mit dem Uhrzeigersinn. R Strich rechts gegen den Uhrzeigersinn. O oben mit dem Uhrzeigersinn, O Strich oben gegen den Uhrzeigersinn, L linke Seite mit dem Uhrzeigersinn, L Strich linke Seite gegen den Uhrzeigersinn, U untere Seite mit dem Uhrzeigersinn, U Strich untere Seite gegen den Uhrzeigersinn, V vordere Seite mit dem Uhrzeigersinn, V Strich vordere Seite gegen den Uhrzeigersinn, H, hintere Seite mit dem Uhrzeigersinn. H', hintere Seite gegen den Uhrzeigersinn. Wenn ein B dran steht, müsst ihr tatsächlich zwei Ebenen mitdrehen. Das heißt, das hier wäre jetzt RB und das hier wäre RB'. Noch zur Zauberwürfelsprache. Wenn da eine 2 dran steht, bedeutet das, dass wir auch zwei Drehungen machen müssen. Aber wenn wir zwei Drehungen machen, wird an den Buchstaben kein Strich dran geschrieben, weil das hier wäre jetzt R'2, also R2'. Und das hier wäre das, also merkt euch jetzt mal hier das Weiße. Bei R2 würde das Weiße hochkommen. Und jetzt bei R'2. R'2 wäre dasselbe. Moment mal, dann wird hier orange, dann kommt hier rot. Rot bei R2 und bei R'2 auch rot. Ja, ist im Grunde genommen dasselbe, deswegen machen wir keinen Strich dran, wenn eine 2 schon da steht. Also das heißt, wir werden erstmal die Kanten lösen, das machen wir jetzt auch ganz einfach. Und zwar habe ich hier schon ein paar vorgelöst. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich habe 7 schon gelöst, glaube ich. Und in dem Fall müssen wir 10 Kanten von denen hier zu einem Bündel verarbeiten. Damit wir zum 7. Schritt kommen. Der Würfel hat 12 Kanten Bündel hier. Aber wir werden erstmal 10 davon lösen insgesamt. Das heißt, 2 bleiben übrig. Warum wir die im 6. Schritt noch nicht lösen können, werdet ihr danach erfahren. Aber erstmal, wir haben hier eine Kante mit Gelb und Grün. Jetzt müssen wir uns eine Kante suchen, die wir daneben setzen können. Da haben wir zum Beispiel eine. Die drehen wir uns einfach so, dass die sich gegenüberstehen. Das heißt, die hier steht jetzt unten und die hier steht oben. Dann drehen wir diese Kante hier einmal hoch. Dann merken wir, die ist spiegelverkehrt. Dann drehen wir sie aber wieder runter. Und wenn es der Fall sein sollte, dass sie spiegelverkehrt ist, machen wir ganz einfach diesen Algorithmus. Wir halten diese Kante hier an dieser Stelle. Das bedeutet, dass wir die Kante oben halten. Und machen einfach V, R', U', V2 und dann ist die Kante hier und dann könnten wir die rein theoretisch dahin setzen. Ja, das machen wir jetzt auch. Und zwar, wenn die Kante, also jetzt können wir die ja so hier richtig hinsetzen, das ist gut. Da machen wir ganz einfach so, wenn die Kante rechts ist, sollen wir darauf achten, dass hier keine ist, die schon zu einem Bündel gemacht ist. Zum Beispiel, diese hier ist noch nicht zu einem Bündel gemacht.
Und da machen wir das ganz einfach so. Wir machen, also falls das rechts ist, machen wir einfach so. RB U Strich R Strich U RB Strich. Und unsere Kante, die vorhin noch nicht gelöst war, ist jetzt hier. Ich zeige euch jetzt auch ein Beispiel, was wäre, wenn die Kante links ist. Ja, das kann man hier eigentlich ganz einfach beweisen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier so eine Kante, die wir da hinsetzen müssen. Dann müssen wir die natürlich mal wieder, also ja, die ist spiegelverkehrt und wir drehen hier eine weg. Dann müssen wir die natürlich erstmal wieder spiegeln. Sage ich jetzt, ich nenne es Spiegeln immer. Und dann machen wir das Ganze einfach mit links. Wie machen wir das? Wir machen wieder so, dass hier keine gelöste Kante ist. Also, dass links keine, also links oben keine gelöste Kante ist. Also, wenn wir die Kante links einfügen müssen, muss auch links oben keine gelöste Kante sein. Wenn wir die rechts einfügen, sollte hier keine gelöste Kante sein. Also, versteht ihr das? LB Strich. O, L, O-Strich, L, B. Dann haben wir eine weitere Kante gelöst, also die hier. Und dann machen wir auch schon weiter. Jetzt haben wir nur noch drei Kanten, die noch nicht gelöst sind. Und das heißt, wir müssen jetzt nur noch eine Kante lösen. Und zwar machen wir das Ganze jetzt einfach mal mit der hier. Hier müssen wir jetzt eine mit grün und weiß hinsetzen. Die haben wir hier, die drehen wir uns ganz einfach wieder so, dass die gegenüberstehen. Die müssen wir mal wieder komplett spiegelverkehrt setzen. Zack, 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 zack. Und dann ist sie hier. Drehen hier wieder so, dass hier irgendwie eine zerstörte Kante ist, wenn es irgendwie sein sollte, dass diese zerstörte Kante irgendwie da ist, dann dreht ihr das ganz einfach so, dass die Kante dann hoch geht. Beziehungsweise gleich zwei hoch, dass ihr das dann irgendwie so hinbekommt, dass die ungelöste Kante dahin geht. Ja, und jetzt werden wir erstmal die hier noch lösen. Und zwar RB, O-Strich, R-Strich, O, RB-Strich. So. Und jetzt gibt es nur noch zwei Kanten, die nicht gelöst sind, und die machen wir jetzt. So, jetzt haben wir diese eine Kante hier und diese eine Kante hier. Wir müssen sie so machen, dass sie beide nicht, also dass sie beide gegenüber, also gegenüberstehen. Ja, und hier müsst, also ich versuche das jetzt mal so am besten wie möglich zu erklären. Die Kante mit den meisten gelösten Steinen hält ihr halt links, also dass das dann so ist, dass die mit den wenigsten gelösten Steinen rechts ist und die mit den meisten gelösten Steinen links. Manchmal müsst ihr das nicht mehr machen, aber meistens ist es noch so, dass ihr danach auch noch einen achten Schritt machen müsst, bevor ihr dann den neunten macht. Ja, und das geht ganz einfach so. Zum Beispiel, wir wollen hier eine Kante mit Gelb und Rot hinsetzen. Die haben wir hier. Wenn wir sie so einfügen können, dass die hier passt, müssen wir diese Kante tatsächlich nochmal spiegeln. Das bedeutet, wir halten die wieder hier so oben. Und dann machen wir wieder unseren Algorithmus, wie wir das halt gewohnt sind. Und dann ist diese Kante halt hier. Und wir benutzen jetzt einen anderen Algorithmus, um die zu spiegeln. Dort, also diese Kante, wird mit Hilfe von einem gewissen Algorithmus automatisch dahin versetzt. Das heißt, hier ist ja unten und dann wird die nach oben versetzt gleichzeitig, also automatisch. Und dort, wo wir die Kante lösen möchten, also hindrehen möchten, machen wir jetzt einfach mal so ein Loch nach rechts, also in die Richtung. Dann machen wir R, O, R'
R-V-R. Dann machen wir das Ganze hier wieder zu. Und in dem Fall sind alle Kanten gelöst. Aber ich zeige euch das jetzt mal, wenn die noch nicht gelöst sind, alle. So. Jetzt haben wir das nämlich so, dass alle Kanten gelöst sind, außer diese eine hier. Und zwar ist in dem Fall der Mittelstein falsch, also die mittlere Kante von diesem Bündel. Und die wollen wir jetzt lösen. Bei einem 7x7 wäre das jetzt zum Beispiel so, da hätte man drei Fälle. Das entweder, also da hat man halt fünf verschiedene Kanten in einem Bündel. Da kann es sein, dass diese Kante falsch ist, dass die äußeren Kanten falsch sind oder dass die Kanten falsch sind, die zwischen den äußeren und den mittleren Kanten sind. Ja. Und je nachdem, wie viele Kanten ihr jetzt spiegeln wollt, also wenn wir jetzt, also wir müssen jetzt in dem Fall zwei Ebenen mitdrehen. Wenn wir diese Kanten hier spiegeln wollen, müssen wir auch da irgendwie rankommen. Also müssen wir an alle Kanten rankommen, die falsch sind. In dem Fall sind die hier ist. Deswegen müssen wir einfach, um ranzukommen, zwei Ebenen mitdrehen. Und zwar lautet der Algorithmus einfach so. RB 2 H 2 O 2 LB Strich O 2 R Strich O 2 RB O 2 V 2 RB V 2 L-Strich. Also, was meine ich mit L-Strich? LB-Strich. H2. Und RB2. Jetzt sind alle Kanten gelöst und der letzte Schritt, wie wir den Würfel lösen, ist die ein 3x3 lösen. Das war jetzt nämlich die eine Voraussetzung und ich würde mal sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Wir bilden hier jetzt zum Beispiel einfach mal das weiße Kreuz. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir an die restlichen Schritte, die uns dann halt noch übrig bleiben. Ja, dann haben wir halt hier zwei Kantensteine schon mal gelöst. Dann werden wir natürlich auch noch den Rest lösen. Das heißt, hier ist das weiße Kreuz zum Beispiel. Dann machen wir die untere Schicht. Die untere Schicht. Ja, das kennt ihr. Das hier ist die mittlere Schicht, das kennt ihr auch. Das hier ist das gelbe Kreuz, das kennt ihr auch. Das hier ist die gelbe Seite, die kennt ihr auch.
Das hier sind die oberen Ränder, die kennt ihr auch. Und dann der komplette Würfel ist dann gelöst. Also, ganz ehrlich, ihr könnt damit auch größere Würfel lösen. Ich werde euch jetzt mal einfach mal einen zeigen. Wie der 7x7. Da gibt es beim 8. Schritt dann halt 2 Fälle mehr. Aber trotzdem würde ich sagen, das war's mit dem Video und ciao.